Dach zusammengegarten, Ellen. Heute ist Zwiebeltag am Hochbeet im Camp Garden. Und deswegen haben wir drei verschiedene Sorten Zwiebeln, die wir einpflanzen. Zunächst ist da die rote Speisezwiebel Hyret. Sie hat ein pikantes Aroma. Die im Topf vorgezogenen Zwiebeln erlauben eine frühe, frische Ernte bis Juli, August. Alternativ können die Zwiebeln nach dem natürlichen Absterben des Laubs geerntet und lange gelagert werden. So könnt ihr bis in den Winter die selbst geernteten Zwiebeln genießen. Wichtig ist ein Pflanzabstand von 20 x 20 cm. Wählt einen sonnigen, warmen Standort. Beim Pflanzen solltet ihr normalerweise Langzeitdünger in die Erde einbringen und bei Bedarf flüssig nachdüngen. Ihr braucht es hier nicht, wenn ihr, wie wir, die FloraGard Hochbeeterde genommen habt. Die indifikante gelbe Speisezwiebel Herkules passt hervorragend zu den anderen. Auch diese sollte an einem sonnigen, warmen Standort gepflanzt werden. Schließlich ist dann noch die weiße Speisezwiebel Snowball, die genau wie die anderen beiden zu behandeln ist. Ein Tipp: bewahrt euch euren Pflanzzettel auf, damit ihr immer genau die gleichen Pflanzen nachkaufen könnt. Amundo heißt unser Porree, ein Name, der auf der Zunge zergeht. Die Blätter im Inneren sind dünn geschichtet und fein aromatisch im Geschmack. Die Ernte ist über viele Monate möglich, von August bis vor den Eintritt starker Fröste im Dezember. Dieser Porree gedeiht in Sonne oder Halbschatten. Als Starkzehrer braucht er reichlich Düngung. Pflanzabstand würde ich mal mit 12 bis 15 cm festlegen. So, ihr Gartenhelden, dann mal bis zum nächsten Tipp. Denn wir wollen ja unser Hochbeet vollkriegen. Wir sehen uns!